Möchte einer eine Lobby erstellen von euch? Schaufen. Habt ihr schon eine Lobby erstellt? Ja, schaufen. Beitreten. Ja. Richtig beitreten. Wir spielen Abenteuer oder Legend of Monkey Island? Das Abenteuer von Legend of Thingsbums Island. Das Abenteuer von Legend. Ja. Oh mein Gott. Du müsstest mich aber, glaube ich, über Steam einladen können. Nee. Nee. Worüber denn? Ich habe keine Ahnung, über was er das jetzt geschickt hat. Ich habe gedrückt. Über Steam. Naja, dann hättest du ja auch da beitreten können. Der Deutschmann. Ja, genau, gut. Den hatte ich da auch drin. Jo, Segel setzen. Ja, cool. Ja, falls das mit dem Steam nicht so ganz klappt, schauen wir mal. Der Ping ist zwar besser geworden nach dem Restart, aber irgendwie auch Ping nicht so. Ping ist das richtig, dass dein Stream gar nicht online ist? Und... Och, ist schon online. Ach so, du streamst nicht bei Twitch, ne? Doch, bei Twitch. Okay. Ja. Ich weiß bloß nicht, ob Twitch das alles so heute mitmachen will. Beziehungsweise mein Netz. Keine Ahnung, was da wieder abgeht. Wobei Ping geht schon wieder runter, also. Tatsächlich scheint zu funktionieren. Weil da habe ich gerade schon gesagt, also wenn es bei Twitch heute nicht funktioniert, kein Problem. Dann gibt es das bei YouTube, da gibt es das dann sowieso. Bei dir, wie immer halt in 4K, ne? Nicht? Oh, ist das hier die Tante schon? Ich muss mal eben Einstellungen gucken noch. Wer gespielt? Video. Ja, das passt. Gut, okay. No. Perfekt. Okay. Du bist ja richtig nasig. Wollen wir das Ingame-Voice deaktivieren? Das können wir auch nämlich irgendwo machen. Ich glaube, meine Crew und dann müssen wir muten, glaube ich. Irgendwo war das hier muten. Genau, Crewmitglied stummschalten und hier auch stummschalten. Wo hast du gefunden? Du gehst auf meine Crew. Meine Crew? Dann musst du den Namen anklicken und dann Crewmitglied stummschalten, Sprach. Achso, Sprachchat. Ich hab Sprachgesten. Oh, ich bin von irgendwann angegriffen worden. Hi. Achso, man kann die auch einsperren. Okay. Gut. Begleiter gibt's auch, habe ich gerade gesehen. Müssen wir nicht noch mit der Tante reden, bevor wir irgendwo hingehen? I don't know. Keine Ahnung. Beim Part. I'm Kate. I'll be your captain. Aha. Ich könnte die Tante erschießen. Come back, aber... Das ist Jack Sparrow und das ist die. Ja. Ich weiß es Markierung nicht. Markierung so vom Schiff habe ich schon abgeschlossen. Achso, du bist schon am Tüdeln. Ja. Das war ja alles Seemannsgarnzeug. An der See, ja genau. Du musst es doch bei der hier irgendwo... Ah, hier. Reise nach Melee Island. Stimmen. Wir müssen hier das Messer reinjagen.
Einer hat schon wieder eine andere Mission gefunden. Ja, nee, ich bin eigentlich nur erstmal hier ein bisschen am Looten. Genau. Na, ich hoffe, wie gesagt, dass der Stream so halbwegs lagfrei läuft. Ping hat sich mittlerweile tatsächlich erholt. Ich bin jetzt so bei 40 wieder angelangt. Also, normal. Meine Verhältnisse. Unless you think you're tough enough to track down the man I'm hunting. Everything I know is in that logbook. I'd find him myself if I had the money to get back on the waves. But for now, I'm just another landlubber selling tours. Ah, Captain Capsize. I see you've already settled in and started making friends. I don't want friends. What I want is someone willing to drag that pirate pretender back to reality. Then he can have a long and meaningful conversation with the sole of my boot. Which won't happen unless you take the time to explain our situation. A while ago, I invited a pirate named Guybrush Threepwood and his wife, Elaine, to celebrate their honeymoon here on the Sea of Thieves. You mean a fraud named Guybrush Threepwood? Though I'd also accept liar, imposter, figurehead thief. Guybrush accepted my invitation, but his ship never arrived. After a while, I began to fear the worst. So I began making inquiries in the Sea of the Damned. And found me stuck there, sailing in circles in my old glass-bottomed boat. Something that looked like it anyway. A memory of yours made real by the Sea of the Damned. In that realm, people and places from long ago can come back to haunt you, mingling with all the... Also ich fange schon mal an, die erste Sache einzuladen. I fear that Guybrush has become trapped in memories of his own. Erst mal an, memories und so. Of a distant pirate sanctuary. Ich habe aus irgendeinem Grund gekotzt. Malay Island. If he is not rescued, he will remain sealed in a dream world for all eternity. Ich habe gerade Mühe, mich zu konzentrieren, den zu folgen. That is why I have asked Kate to recruit pirates who are both willing and able to broach the Sea of the Damned and save Guybrush. And then everybody here will see what a pathetic dope he really is. It's a good plan. Think they can pull it off? I believe they can. Kate learned of Guybrush's whereabouts, but was never able to reach him. You will be sailing into uncharted territory. On Malay Island, things may be very different from the Sea of Thieves, you know. Which is why you should take my logbook. But don't lose it. Once Threepwood has been rescued, I'm going to make him eat every last page. You should keep an open mind, Kate. Out here, enemies can enter the same tavern and depart as friends. When it comes to Guybrush Threepwood, I don't need an open mind. Only a closed fist. Mm-hmm. Well, don't just stand there. Sail through that archway and find Threepwood. The logbook I gave you has everything you need to know. Missionsbuch halten. Alles klar. Nein. Wow. Was sind das für Geräusche? Ja, das ist die Katze von Ben. Oh Gott. Wenn deine Katze ist rollig. Nee. Ja, der meckert einfach nur rum. Er hat Hunger oder geh raus. Ich muss mal schnell gucken. Maustastatur. Gibt's da irgendwo hier nochmal? Ist mir ein bisschen zu lahm, habe ich das Gefühl. Aber ich will es auch nicht wieder zu hoch stellen. Eingabe. 3 Mauer mal auf. 4, 5. Okay. Das hört sich ja schlimm an. 5. Auf 3, 5. Ich glaube, sonst ist das mit dem Zielfernrohr war doch das, wo man es... ich glaube, deswegen habe ich es runtergestellt. Hier auf Aus und Aus.
Und geht besser? Ja. Gut, ist schon eine Weile her, bis ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, dann machen wir mal einen Kauf, ne? Also Navigator, du weißt, wo es hingeht. Ich glaube, ja, sollte mal hier. Schon am Steuer. Ich sollte mal hier ein bisschen helfen. Oh Gott, hier ist alles so rutschig. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Wer hat mich denn angekotzt? Schön. Wenn ich jetzt mal wüsste, wie ich ins Inventar komme. Q gedrückt halten. Ja, Musik man kann ja schon mal. Da war es doch. Wir fahren auf eine Insel zu, ist das gewollt? Ja, wir müssen da durch. Warum habe ich das Gefühl, dass das keine gute Idee ist? Das passt schon. Das hast, sagst du immer. Das passt schon. Dann sind wir tot. Bitte. Dear Diary. Wow, what an incredible end to an amazing adventure. I outwitted the evil pirate with the sharks, crossed an avalanche, kinda, and lived to tell the tale. Even better, Elaine and I finally got married, and all of our friends were there too. I don't think we've ever been happier. Now all we have to do is set a course and begin our honeymoon, sailing on the Sea of Thieves. To get there, just we're going to pass through the Devil's Shroud. Yeah. Elaine says it's no big deal so long as we follow the map, but I don't know. I miss seeing the stars. I had the nightmare again. I wake up in our cabin. Elaine is gone. And at the end of my bed, LeChuck is there, laughing at me. It's crazy, I know. I left him buried back on Monkey Island, but why does it feel so real? I can almost hear the laughter. Oh, das sieht nicht gut aus. Da ist dein Schiff. Ja. Das sieht böse aus. Ja, das sieht böse aus. Denn ich habe ein bisschen Angst. Das hätte unser sein können. Enter! Kannst entern. Leuchte euch mal den Weg. But when I did get back to sleep, I had a very different dream. I was back where it all began, on my quest to become a legendary pirate. Back at the start of my very first adventure. War nicht Sternschnuppe. Okay. Landfuss.
muss ich ihn anlegen? Eigentlich so ziemlich gerade. Alles klar, rechts gerade. Rechts wäre auch noch ein bisschen. In rechts, in rechts. Gut so, oder? Na, ich seh's, okay, ja, ja. Da fahren wir doch perfekt rein. Siegner muss Anker werfen. Jo. Anker geht raus. Sagen, wir sind angehalten. Das war für das erste Mal gar nicht so schlecht, oder? Boah, wir haben ja auch Übung. Also, vor allem im Schiffe kaputt machen. Ich hab den Fisch. Hi. Meditier den mal. Guck, ich hab hier einen Fisch. Warum holst du den Anker wieder hoch? Damit wir schneller wegkommen. Ja, wir müssen halt nur das Ruder und... Los, ne? Nee, das fährt das nicht weg. Das fährt nicht weg. Wenn das Ruder ziemlich gerade steht, die Segel komplett oben sind... Bastard. Mhm. Die Insel ist recht groß. Ja. Ja. In der Stadt. Okay, wollen wir so hin? Wie kann ich mein Schwert rausholen? Ich hab jetzt den Fisch in der Hand, aber ich will ihn ins Inventar stecken. Hab ich gar kein Schwert dabei? Ausrüstung. Ich kann keine Waffen wechseln. Okay. Ich kann auch nicht an die Harpune gehen. Die sind jetzt schon wieder kaputt. Ich kann hier aber Platz nehmen. Okay. Also kann mir mal einer den Fisch wegnehmen? Vielleicht ist der Fisch verpackt. Hier ist so eine Wache vor so einer von Nörsweiler und der möchte von uns wissen, ob wir da wirklich rein dürfen. Wir sollen beweisen, dass wir erwartet werden. Ne, ich kann nichts machen. Mir müsste mal einer den Fisch wegnehmen. Vielleicht geht's dann. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Ich hoffe, ich finde hier raus. Nimm mal den Fisch weg. Müssen wir da haben? Jetzt kann ich wechseln wieder. Okay. Jetzt kann ich auch das Schwert wieder ziehen. Ich weiß nicht mal, wie man es wegsteckt. Ach, mit X. Ja, streck mal aus. So, kann ich. Also. kann ich schon wieder nicht wechseln. Jetzt geht's Schwert wieder. Na, ich nehme mit. Steven? Ja. Stellst du dich neben mich? Ah. Oh. Ja. Wir bräuchten immer einen Priester. Ja. Wir hätten hier was zu feiern. Ich stoß schon mal die Schränke, wir sind ja schließlich Piraten, gell? Okay. Oh. Ich mach's dann wieder zu, ne? Da hat man hier irgendwas versteckt. Ja, schade. Also wenn jemand was findet für ein Schloss zu öffnen, da hätte ich wohl Verwendung für. Ich habe einen Fisch, wenn du willst. So.
Möchtest du mit einem Fisch ein Haus öffnen? And where do you think you're going? Yeah, you and everyone else. The governor's man is off limits to anyone who hasn't got an official invitation. Wir brauchen eine Einladung. You're expected. You can turn right back around. Are you a visitor? It's been so long since I've had anyone but Captain Coco. Oh, there was a little misunderstanding after I came back from Monkey Island. I came in a little too fast and messed up the jetty pretty bad. But it wasn't my fault! You ever try to sail a galleon crewed entirely by monkeys? They emptied out my bananas, ran off and left me to take the blame! Sure have. But it's okay. I'm good friends with the legend of Monkey Island. I was even on his crew once. I'm sure he'll be along to let me out just as soon as he's finished his important, you know, governor stuff. Yep, anytime now. And it's not like I'm alone this time. Captain Coco and I keep one another company. If he didn't have me to talk to, he'd have lost his mind by now. Alles. So. Okay, hilft dir das weiter? Nee. Glaub nicht. Ich weiß nicht, wie ich den Hammer fallen lasse. Das Problem hatte ich vorhin gerade mit dem Fisch. Ich konnte dann kein Ding mehr wechseln. Das Schwert oder so. Mach ich jetzt damit. Ist das Problem gelöst? Ich hab meinen Fisch einfach Ben gegeben. Was? Ich hab meinen Fisch Ben gegeben. Ben, und wie hast du das Problem gelöst? Ich halte den Fisch einfach in der Hand. Okay, ich halte jetzt einen Hammer in der Hand. Ja, aber mit dem Hammer musst du doch irgendwas machen können, oder? Keine Ahnung was. Kannst du das Schloss aufhämmern? Auf jeden Fall, der Typ wurde eingesperrt, weil er mit Affen gesegelt ist. Also ja. Seine Crew war... Ein Affen. Ja. Etwas Kleines könnte hineinpassen. Naja. Ein Fisch wäre klein. Steck dir mal ins Schloss. Etwas Kleines. Etwas Kleines. Okay, das ist wieder hier so wahrscheinlich. Hier ist auch noch ein Schloss. Bringt uns nichts. Was gibt's hier Schönes? Nicht zum Verkauf. Dieser Gegenstand steht nicht zum Verkauf. Okay. Ja, ist ja wurscht. Wir brauchen bloß was. Kochuniform. Dieser Gegenstand ist reserviert. Okay. Verstehe. Das muss doch irgendwo. Was hast du gerade gemacht, Ben? Oder kaufst du hier? Ich hab mit dem Typen nochmal geredet. Ja, okay. Dann die Mission bloß nicht anschauen, weil ich einen Fisch in der Hand habe. Gummihuhn nicht zu Verkauf. Das Logbuch sagt nichts, oder? Kann ich nicht anschauen. Ich habe einen Fisch in der Hand. Okay, ich guck mal ins Logbuch. Deckte Mission. Headless Monkey. Wie war denn das mit dem Umblättern? Okay, so kann ich es noch zeigen. Wooden Scab Pad. Okay, das Logbuch bringt mir jetzt nicht viel. Was sagt der Sack hier? Warte mal. Kann ich mit dem Sack da irgendwie hingehen?
Ich schaff's, den Hammer wegzulegen. Wenn X drückt, kann man den weglegen. Okay. Dann liegt er eben halt da, wo man hinlegt. Aber ich lege jetzt den Hammer einfach hier im Bereich, wo die Wache ist, hin. Das werden wir wiederfinden, denke ich mal. Tischlerhammer. Aber damit muss man doch hier irgendwie... Aktuell habe ich noch nichts, was wir damit Tischlerhammern können. Hauptsache Ben hängt hier überall rum und... Ja, der, überall Gold ein. Der grabbelt alles weg. Geht, haben wir auch schon. Das ist nichts. Brauchen wir auch eine Uniform. Wait just a second. By order of the governor, mischievous potions in all forms of... That means this shop is permanently closed for business. Get it. Okay, der hat dauerhaft zu. Come back. Hey, we're kind of in the middle of something right now. If you're new in town, you should stop by the Scum Bar. Shh. There's this weird-looking rat running around, and we're trying to. Scum Bar, eigentlich mal finden. Aber wir sind hier schon richtig, oder? Ich hab mal so ein bisschen. Kann mich hinsetzen. Ich guck mal unten am Strand noch ein bisschen rum. Ah, jetzt ist Gamba. Wenn du runter zum Strand kommst, bringst du einen Hammer mit. Da liegt ein Fisch. Ja, ja, den hab ich dahin. Ja, mal liegt hier so rum. Also wir müssen den Koch ablenken, weil wir müssen ins Lager. Da gibt es extra starken Grog und den muss man hier einem Piraten geben. Der kann uns dafür dann irgendwas anderes geben. Extra starken Grog kann man aber auch Schlösser aufhetzen und so weiter, ne? Das weiß ich nicht. Der schaukelt hier unten in dem Ding. War nicht schlecht. Wo brauchen wir den Hammer denn? Ich weiß es nicht, aber hier gibt es so viel zu machen. Das Fleisch für den Hund habe ich schon gefunden, das ist hier. Aber ich kann es von der Küche nicht nehmen, weil der Koch hier zuschaut. Ah, die drei Piraten. Was willst du haben? Im Koch? Wir müssen ihn ablenken. So? Wir müssen einerseits hier hinten ins Lagerlob rein und andererseits das Fleisch hier für den Hund mitgehen lassen. Okay. Wie viele Sachen wir nicht machen können. Also der muss hier raus. Hey, you leave that skull alone. He's got a job to do.
business do you have with us now? Speak up and be quick about it. Aye, that they be. They've got their own pirate lord nowadays. And his name is Governor Guybrush. I told you not to use his name. It gives me a toothache. You'll have to forgive Murray. He and the Governor had a falling out a while back. Hart und doch zart, genau wie Legende von Monkey Island. Missing? It was an act of theft and wanton dismemberment, and one day I shall exact my demonic vengeance. Of course, these gullible fools may think of him as a legend, but I am not deceived. I have spent years plotting my retribution. However, the customers and I have formed an eternal bond. They will never let me leave, not unless someone can provide a replacement. Okay. Schwierig, schwierig. Irgendwas übersehen wir hier anscheinend. Aber was? Oben sind auf jeden Fall nur Händler. Was brauchen wir? Den Hammer? Schon mal den Hammer. Ne, hier gerade noch nie.